Mit einem souveränen 5:0-Sieg über den Kronberger SC sicherte sich der MSV Duisburg am Dienstagabend den Einzug ins Halbfinale des Niederrhein-Pokals. Der Landesliga-Spitzenreiter musste schließlich erkennen, dass er gegen die Zebras im Stadion am Zoo in Wuppertal keine Chance hatte. Zu allem Respekt, den wir natürlich vom MSV Duisburg berechtigterweise hatten, müssen wir jetzt der Realität ins Auge schauen und die erste DFB-Pokal-Hauptrunde werden wir jetzt leider nicht angehen können. Ich habe mir am Samstag die Duisburger mal angeschaut. Nach der Niederlage gegen Halle habe ich gedacht, Mensch, vielleicht geht da was irgendwo ganz tief im Hinterstübchen. Aber letztendlich hat heute die Realität gezeigt, dass es letztendlich drei Klassen sind. MSV-Verteidiger Sascha Duhm war zufrieden. Nun kann das Spiel gegen Rot-Weiß Essen kommen. Im Endeffekt ist es schön, dass wir zu Null gespielt haben und ein paar Tore gemacht haben. Ich glaube, für die Fans war es ganz schön, für die Anreise bei dem Wetter. Sind sie entlohnt worden, hoffentlich. Das freuen wir. Uns war klar, dass wir im Halbfinale wahrscheinlich auf RWE treffen. Und das ist eine Hürde, die wir meistern müssen, um den Pokal zu gewinnen. An der Hafenstraße natürlich ist ein bisschen der alte Flair, aber sollte jetzt kein Hindernis da sein, um dass wir sagen, wir gewinnen da nicht oder so. Ein Kompliment für die ordentliche Leistung gab es auch vom Duisburger Chefcoach Carsten Baumann. Sicherlich die äußeren Bedingungen waren nicht einfach zu spielen auf dem Platz für beide Mannschaften. Aber ich glaube, dass wir trotzdem ein gutes Spiel gesehen haben. Das Ergebnis ist natürlich absolut in Ordnung für uns. Wir wollten weiterkommen, das haben wir relativ souverän gemacht. Aber trotzdem waren die Kronberger gerade in der ersten Halbzeit bei 1-2 Kontern relativ gefährlich. Ein Ball wird auf der Linie geklärt nach einem schönen Lupfer. Also das war nicht ohne. Wir mussten die ganze Zeit aufpassen, haben es dann aber auch gut gemacht, haben gut verteidigt und Gott sei Dank natürlich auch die Tore geschossen, die wir brauchten, um einigermaßen hier durch die 90 Minuten zu kommen. Dass die Sensation ausgeblieben war, war auch MSV-Boss Udo Kirmse ganz recht. Man hat gesehen, relativ schnell 2-0 geführt, war doch eigentlich eine gute Leistung. Sich sicherlich ein bisschen zurückhalten in der zweiten Halbzeit, aber sind ja viele Tore dann doch noch gefallen. Von daher passt das Ergebnis, ist auf jeden Fall standesgemäß und so, wie man es erhofft hat. Und wir freuen uns jetzt auf Essen. Ich denke mal, wird ein super Derby, wird bestimmt spannend. Ich hoffe auf viele, viele Zuschauer. Eine gute Einnahme für beide Vereine, wird bestimmt spannend. Ich freue mich auch auf den Kollegen Michael Welling und wird eine gute Sache, denke ich mir. Bevor es zum Kracher an der Hafenstraße kommt, gilt es für die Zebras aber erstmal ihre Heimbilanz in der Meisterschaft aufzupolieren. Ja, also dass halt heute ein hoher Sieg war auf jeden Fall sehr schön, war wichtig. Ich hoffe, dass sie den Knoten jetzt wirklich endlich durchschlagen zu Hause. Irgendwann muss er ja mal platzen und man muss mal beweisen, dass man auch zu Hause gewinnen kann. Die unterschiedlichen Leistungen sind, wie der Trainer schon richtig sagte, kaum erklärbar. Hoffen wir einfach darauf, dass das jetzt beim Spiel gegen Unterhaching auf jeden Fall deutlich besser wird und wir dann endlich auch mal einen Heimsieg zu Hause feiern können, damit unsere Fans auch mal gemeinsam mit ihren Spielern in unserem Stadion feiern können. Und schließlich hat der MSV noch eine weitere große Baustelle, die wirtschaftliche Konsolidierung des Vereins. Ja, der Stand beim Schnullenschnitt ist, dass wir sehr emsig und alle sehr gewissenhaft dran arbeiten. Wir werden Vollzug melden, sobald wir es können. Zurzeit gibt es sicherlich das ein oder andere noch Kleinigkeiten abzuarbeiten, noch ein bisschen zu finalisieren. Es gibt noch Verhandlungen, die Gespräche mit der KPMG, mit den Unternehmensberatern oder Wirtschaftsprüfern läuft sehr gut. Sobald wir was vermelden können, werden wir es vermelden. Revier Sport. Ehrlich, echt.